über den Graberwasserfällen. Warum? Weil uns als Grüne schon seit der Gründung umtreibt, dass wir die Erde von unseren Kindern nur geborgt haben, unter anderem mit diesen Naturschönheiten. Dafür lohnt es sich natürlich zu kämpfen, dafür gibt es die Grünen, um Umwelt und Wirtschaft unter den Hut zu bringen. Das sieht man auch hier an den sanften Tourismuskonzepten, was hier möglich ist, ohne die Natur zu zerstören. Es müssen einfach einmal alle Parteien kapieren, und das tun sie noch nicht, jedenfalls nicht im ausreichenden Maße, auf die Dauer und im Durchschnitt. Werden wir als menschliche Spezies nur überleben können, wenn wir die Wertschöpfung mit der Natur organisieren und nicht gegen die Natur. Dafür sind die Grünen gegründet worden, dafür kämpfen wir jetzt erst recht wieder, deshalb wollen wir wieder in den Nationalrat, und wofür sonst lohnt es sich zu kämpfen als für diese Schönheit. Also sollen sie einmal alle anstellen und mitmarschieren und nicht nur plakatieren.